der ADAC Rallye Deutschland geht es in die zweite Halbzeit der Meisterschaft. St. Wendel im Saarland ist der zentrale Punkt dieser noch jungen, aber zukunftsträchtigen Rallye. Alle sind wieder mit von der Partie. Eriksson Michel. Heider Hinterleitner. Busch Schaller. Werner Cantonati. Hahn Schömer. Schmidtke Kücken. Kleint Hiemer. Und Steffen Schmidt, Klaus Meumann, die bei der Deutschland zum ersten Mal den Peugeot 309 pilotierten. Last but not least die Holzer-Brüder. Mit leicht verbogenem Heck präsentiert sich Oliver Schmidtke den Zuschauern. Wieder einmal war der Heißsporn zu schnell. Während Jochi Kleint als Sieger triumphierte, musste Demuth mit gebrochenem Gasgestänge aufgeben. In der Meisterschaftswertung rettete er jedoch einen 7-Punkte-Vorsprung.